Willkommen zu einer neuen Map in Roblox. Ja, der Fat Paps hat quasi seine beiden Maps so wieder geupdatet. Und zwar in zwei unterschiedliche Maps. Und nun, wir beginnen jetzt, nachdem es für viele Leute in der Schule, die noch zur Schule gehen, Ferien gab, werden wir jetzt in die Vergangenheit reisen und selbst nochmal aus der Schule fliehen oder vielleicht für uns eher Escape the University. Und ja, dann schauen wir mal schon hier schön schnieke Uniform hier an und dann schauen wir mal. Hi, I'm Max and I gonna help to escape. We need to pull a lever to open this laser door. Lol, die Kamera hier, die geht ja sogar mit uns mit. So, dann mal runter und dann Start frei. Wow, look this lava here, be careful. Ja, dann schauen wir mal, wie jetzt das hier wird. Aber ich meine, was steht da? Escape Area. Jawohl, das könnte man dann vielleicht auch mal irgendwann mal machen. Warum nicht? Go to the Escape the Pizzeria. Genau, das ist die andere Form. Don't touch the water. I'm serious to... Last guy blow up when he touch it. Ja, das glaube ich. Was komisch ist, mir kommt diese Map irgendwie sehr bekannt vor, habe ich das Gefühl. Die kommt mir irgendwie verdächtig bekannt vor, weil ich spiele ja eigentlich tatsächlich immer sehr gerne die Obbys hier. Und ich meine, ich hatte auch schon mal irgendwo mal so ein Escape School irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich war. Die gleiche Map irgendwie ist, aber ich weiß nicht. Oh wow, Arts Class is looking messy. Yeah, get out to the top door over here. Achso, da oben, genau. So, einmal hier rüber. Ja, wenn unsere Kunsthochschule hier in Kassel auch so einen Dreck veranstaltet, dann weiß ich auch nicht mehr. Staff Lounge, so da rein. The door are locked, he must hidden somewhere before the teachers find us in here. Pass mal rein in den Kühlschrank? Okay. Let's hide in this right while the teacher are on break. Genau, wir verstecken uns natürlich im Kühlschrank. Da passen wir natürlich auch locker rein. Oh, hier sogar mit einer Milch. Oh, hier sogar mit Kalorienangaben und alles sehr interessant. Oh, was haben wir denn hier alles? Oh, scheiße. Ja, da schauen wir einmal gerade um, was in diesem Kühlschrank wohl alles so zu essen gibt. Und dann passiert, hoppala, dann das. Hier sogar ein halbes Hähnchen mit drin. Käse, Milch, Sandwich. Stück Schwarzwälder. So. Ah, okay, auf das Sandwich und hier. Auf der Milch geht's nach oben. Jawohl. Peanut Butter. Was? Was? Ja, hier. Keks oder Oreo Keks, sowas in der Art. Ah, hier sind die Flaschen abgestellt. Ey! Das mag ich ja überhaupt nicht, wenn man mich abdrängt. Was war das denn jetzt? Jawohl, und hier eine Kaugummispur. Dann folgen wir sie mal. Ja.
sind hier einmal Eierschalen. Okay, wahrscheinlich auf die Eierschalen, jawohl. So, in der Beschreibung dazu stand, es sollen 25 Stufen sein. Also das sind mir auf jeden Fall schon mal relativ gut dabei. Ich denke mal auf den Vent. Oh. Jawohl. Jetzt wieder nach oben. Ups, jetzt sind wir schon wieder draußen. Gut. Wow, that's a one gigant hole. This math bro has gave us number to jump on. Okay. Das ist eine komische 4 irgendwie, aber... Nun ja. Was jetzt? Watch up for the gigant duck and apple boulders. Yet this is one crazy... Oh, ach du je. Oh, rüber. Ah, wieder rüber. Ah, da kommt wieder ein Apfel. Schnell rüber, jawohl. Puh, Glück gehabt. We got to the over this PE course, the course of coach the floor with poison substance. Ja, der Sportunterricht. Immer wieder gut. Finde ich auch persönlich, ist mittlerweile auch eins der wichtigsten Fächer in den Schulen. Also zumindest man sollte auf jeden Fall Sportunterricht haben. Leider ist es an Berufsschulen meistens, wird da leider gerade viel gespart, was immer sowas angeht. Finde ich immer sehr schade. So. Kletterwurst. Achso, wir dürfen den Boden berühren, okay. Ja, aber so kann man es ein bisschen abkürzen zumindest. Hep. Ja, gut. Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. So, jetzt Hürdenlauf. Ja, meine Roblox-Figur ist sehr sportlich unterwegs. Muss das sein. Ja, den Obstacle-Kurs im Sportunterricht sehr gut gemeistert. One of these lockers has a secret passage bag. Ja, hier ist doch schon so einer ein bisschen... Das ist doch der bestimmt, oder? Ja, natürlich, ist ja auch hervorgehoben. How have we stuck? We are inside a gigant... Locker, let's find a way out. So, auf den Kaugummi. Eine Unart Coca-Cola. Lineal. Dann mal nach oben. Dong. So, ja, wenn du nicht willst, dann hole ich dich halt. Mit deiner Kappe. Passt, sehr gut. Stifte. Ja, und rüber. Eine Dartscheibe sogar drin. Ja, ein ekelhaftes iPhone. Braucht man eh nicht. Kann man irgendwie für den Müll irgendwie gebrauchen. Sehr gut, Chips. Yay, we go first. Ah, Hilfe. Sehr gut. We are back. Here over the science class, also die Chemieklasse. Wow, looks the science expert has gone wrong and created this black hole thing. Oh. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mehr ist als 25 Stufen. Wieder in der Beschreibung steht. Das irritiert mich jetzt auch ein bisschen.
Vielleicht sind es auch irgendwie mehr. Und hinüber. Ja, es ist schwierig zu erkennen, aber klappt. Sehr gut. Das ist der Exit. Shoes Laser look tricky. Können wir zwei? Ja, gut. Das. Oh, da, ah, das ist ja fies. Ah. Oh, das ist aber ein ganz fieser. Ja, das ist ja jetzt fies. Ah. Nee, weil wenn wir da nämlich drüber springen, dann landen wir ja direkt auf den Laser da unten. Das ist ja fies jetzt gemacht. Oh nein, zu voreilig sind wir in den zweiten hier reingelaufen. Das Problem ist, der Checkpoint ist da leider nicht, dass man irgendwie auf den Checkpoint fallen können oder so. Das da wurde dann doch ein bisschen schon wieder an diesen Laser gekommen. Oh Mann. Ja, das könnte jetzt natürlich etwas. Oh, okay. Hilfe, halt erstmal kurz Checkpoint nehmen. So. Yes, we made it out, but we still got to get down this rocket hill. Use a rental. Also ein Fahrzeug. Achso, wahrscheinlich hier auf den Dingern. Oh, ein Bus. School Bus. Okay. Kommt den jetzt? Ja. Das lässt sich aber ganz blöd lenken. Das ist eine komische Fahrphysik hier. Jetzt so. Nee, das. Der Bus ist ein bisschen kaputt gegangen. Das war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so gut. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Oh. Ein hübsches grünes Fahrzeug, dann gucken wir mal. Ja, das sieht doch schon ein bisschen. Nee, scheiße, das hat sich auch überschlagen. Dann mal das Rot hier, diesen Pickup irgendwie versuchen. Gucken, wie der sich fährt. Oh! Ja. Ah, nein. Aber ich würde sagen, der rote, der, ich glaube, den roten könnten wir, glaube ich, am ehesten ins Ziel steuern. Deswegen nehmen wir mal lieber den Pickup wieder. Voll Speed. Ah, ich glaube, wir dürfen das. Ich glaube, wir dürfen nicht dieses Grüne da, das Grüne, das Blaue berühren. Dürfen wir einfach nicht zu schnell fahren. Ja, super, jetzt ist es eh wieder vorbei. Ja. Also müssen wir dann doch wirklich mit Vollspeed darunter und dann irgendwie. Och Leute, das überschlägt sich auch so komisch. Weil das hat auch einfach so eine scheiß Fahrphysik irgendwie, diese Fahrzeuge. Das ist echt mies. Er setzt sich rein, los. Hopp. Jawohl. Warum ist denn jetzt das Fahrzeug nicht gefahren? Ist denn das Fahrzeug zu blöd zum Fahren oder?
Das darf ja nicht wahr sein. Es scheitert hier quasi nicht an der Sprungpassage, sondern einfach, dass wir hier das Fahrzeug da nicht runterkriegen. Halt! Ah, da hinten ist das Ziel. Gut, dann jetzt Zieleinlauf. Go, go, go. Ja, scheiß Fahrzeug da. Dann jetzt Zieleinlauf hier. Go, 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 go. Yay. Da laufen wir daher wie ein Verrückter. Ja, und damit haben wir es auf jeden Fall geschafft, erfolgreich aus der Schule aus zu büxen. Und hinein, jawohl. Sehr gut, damit hätten wir es geschafft. Und ja, ich hoffe, es hat euch diese Map wieder gefallen. Und Escape the Office, okay. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, auch diese Map. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich zu Escape the Pizzeria war es, glaube ich. Und dann sehen wir uns einfach in dieser nächsten Map wieder. Bis dann und ciao.